Ja, herzlich willkommen zurück. Wir schauen uns den Begriff Basis einer Topologie an. Das ist etwas anderes als der Begriff Basis in der linearen Algebra, aber insofern ähnlich, als dass es sich auch um ein erzeugendes System handelt. Also genaueres im Folgenden. Wir gucken uns also erstmal eine Menge an. Die soll jetzt mal x heißen. Und eine Familie von Teilmengen von x. Diese Familie von Teilmengen von x, die nenne ich b. Und die Elemente von B, das sind also Teilmengen von x, die nenne ich OI. Und diese Familie soll Basis sein von einer Topologie auf x. Also im Moment ist ja x einfach nur eine Menge. Soll aber Basis von einer Topologie werden. Und damit das gegeben ist, fordern wir zwei Sachen, nämlich erstens die OI, also alle zusammen, die überdecken x. Also x ist Teilmenge von, so müsste man eigentlich schreiben, ist Teilmenge der Vereinigung über all diese OI. Das ist die erste Forderung. Und die zweite Forderung ist, wenn wir zwei von diesen O schneiden, also beispielsweise jetzt OI mit OJ, dann muss für jeden Punkt, der jetzt in diesem Schnitt drin liegt, auch eine Menge aus dieser Familie B existieren, die X enthält und die ganz in diesem Schnitt von OI und OJ drin liegt. Das ist also die zweite Forderung. Und wenn diese beiden Forderungen erfüllt sind, dann heißt also diese Familie von Mengenbasis. Ja, schauen wir uns zunächst mal ein ganz einfaches Beispiel an. Also wir betrachten die reelle Zahlen gerade, hier aufgemalt. Und wir gucken uns die offenen Intervalle an. Also hier haben wir zum Beispiel so ein Intervall a bis b oder hier noch ein anderes c bis d. Ja, und hier ist noch ein drittes f bis g. Und wenn wir jetzt all diese offenen Intervalle zusammennehmen, dann bilden die eine Basis. Also können wir ja mal eben hier diese beiden Sachen nachprüfen. Können wir die reelle Zahlen gerade mit diesen offenen Intervallen überdecken? Ja, offensichtlich, ne? Das geht. Wir brauchen nur viele hinzeichnen, dann haben wir die gerade überdeckt. Und wenn wir jetzt zwei von denen schneiden, das habe ich hier schon mal hingezeichnet. Hier schneidet sich zum Beispiel das Intervall AB mit dem Intervall FG. Hier haben wir den Schnitt. Ja, da ist jetzt sogar dieser Schnitt, das ist ja sogar ein offenes Intervall auch wieder. Also ist diese Forderung hier, dass für jedes x aus dem Schnitt eine Menge aus b existiert, die x enthält und die ganz im Schnitt liegt, die ist hier schon fast trivial erfüllt. Denn wir können für diese Menge Ox einfach hier mal diesen Schnitt selber nehmen. Mit der üblichen Topologie auf R natürlich. Ja, also das ist ein Beispiel für eine Basis. Und jetzt wollen wir uns einen kleinen Satz anschauen, der verdeutlicht, warum man diesen Begriff Basis überhaupt einführt. Und zwar ist es so, wenn wir alle Vereinigungen von Mengen aus dieser Basis nehmen, dann bilden all diese Vereinigungen zusammen eine Topologie, die nennen wir T auf X. Also X mit T ist dann ein topologischer Raum. Ja, das müssen wir natürlich beweisen. Nochmal kurz zur Erinnerung, was müssen wir dafür beweisen, um zu sagen, dass wir eine Topologie auf X haben? Also erstmal brauchen wir ein System von Mengen. Und in diesem System von Mengen muss X selber drin liegen. Das ist hier gegeben für unser B, also für die Vereinigung von Mengen aus B, weil wir hier in Römisch 1 vorausgesetzt haben, dass das gilt. Wir können ja x überdecken hier mit diesen Mengen aus B. Das hatten wir eingangs vorausgesetzt. Und ja, die leere Menge ist sowieso immer drin. Und dann brauchen wir für eine Topologie, dass beliebige Vereinigungen drin sind. Ja, das haben wir hier gerade in der
In dieser Zeile stehen, wir sagen ja gerade Vereinigungen von Mengen aus B, also sind natürlich Vereinigungen von Mengen aus B da auch wieder drin, in dieser Menge von Vereinigungen aus B. Das ist also klar. Das Einzige, worum wir uns ein bisschen Gedanken machen müssen, ist, sind endliche Schnitte von Vereinigungen von Mengen aus B auch wieder in unserer Menge von Vereinigungen von Mengen aus B, also mit anderen Worten in der Topologie T drin. Und um das nachzuweisen, machen wir eine Induktion. Und zwar schauen wir uns zuerst mal nur die Elemente aus der Basis an, die heißen jetzt also OI. Und unser Induktionsanfang ist dann folgendes. Ja, jedes OI ist in der Basis. Und die Mengen in der Topologie bestehen ja aus Vereinigungen von Elementen aus der Basis. Also ist jedes OI insbesondere auch in der Topologie. Das ist unser Anfang. Das ist sozusagen Schnitt mit sich selbst. OI geschnitten mit sich selber ist eben OI. So, und für den Induktionsschritt setzen wir voraus, dass wir bis zum Fall n-1 schon bewiesen haben, dass Schnitte von Elementen aus OI als Vereinigung von Mengen aus B dargestellt werden können. Und jetzt wollen wir das mit einer weiteren Menge aus OI schneiden. Das ist also dann ON. Und dann können wir also nach Induktionsannahme sagen, dass dieser Schnitt bis n-1 darstellbar ist als Vereinigung von Mengen OJ aus B. Und den müssen wir dann also schneiden mit ON. Jetzt können wir diese Vereinigung umschreiben als Vereinigung über die J der Schnitte OJ mit ON. Und ja, diese einzelnen Schritte Schnitte OJ mit ON, die sind offen, weil wir in dem zweiten Axiom für eine Basis vorausgesetzt haben, dass für jedes x eine offene Menge OX existiert, die x enthält und die in dem Schnitt drin ist. Das heißt, wir bekommen hier in diesem Schnitt für jedes x da drin eine offene Menge und die in diesem Schnitt drin ist. Und insgesamt bekommen wir eine offene Überdeckung von diesem Schnitt. Und damit ist dieser Schnitt selber auch offen. Und ja, beliebige endliche Schnitte von offenen Mengen aus unserer Topologie T können wir ja schreiben als Vereinigung von endlichen Schnitten von Elementen aus B. Und damit sind also beliebige Schnitte von Elementen aus T auch wieder darstellbar als Vereinigung von Elementen aus B. Und ja, damit haben wir den Satz bewiesen. Und zum Schluss noch ein kleiner Blick auf ein Beispiel für eine Familie von Mengen, die keine Basis ist. Also wenn wir Folgendes nehmen. Halboffene Intervalle der Form minus unendlich bis a und b bis plus unendlich, also mit beliebigen a und b aus R, sind also Teilmengen von R, dann bildet diese Familie von Mengen keine Basis, denn wir können ja zum Beispiel das Intervall AB, das können wir nicht als Vereinigung von solchen halboffenen Intervallen schreiben. Was wir aber sehr wohl machen können, ist, wir können AB als Schnitt von diesen halboffenen Intervallen schreiben. Und wir können dann beliebige offene Mengen in R schreiben als Vereinigung von endlichen Schnitten von solchen halboffenen Intervallen. Ja, weil wir können ja durch solche Schnitte können wir hier alle solchen offenen Intervalle basteln und wir haben ja eben gerade gesehen, dass wir mit
diesen offenen Intervallen hatten wir hier in diesem Beispiel gesehen, dass wir da eine Basis für die übliche Topologie auf R haben. Und diese halboffenen Intervalle, die bilden jetzt also, wie gesagt, keine Basis, aber die bilden eine sogenannte Subbasis. Und um den Begriff Subbasis können wir uns dann in einem nächsten Video kümmern. Ja, das soll es erstmal gewesen sein zum Begriff Basis. Bitte gib dem Video ein Like und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.